The Last Guardian. Inomotu Otunom Isarape. Unter den Ausgewählten in meinem Traum flog ich durch die Dunkelheit. Ich erwachte in einer seltsamen Höhle. Erschrocken merkte ich, dass ich nicht alleine war. Neben mir lag ein riesiger, menschenfressender Fabeltier. Ich wusste nicht, wie, warum oder wann es passiert war. Aber meine Haut war von eigenartigen Symbolen bedeckt. Wo bin ich? Ich dachte, dass ich noch träume. Sicher würde ich gleich aufwachen. Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar The Last Guardian. Ja, ich dachte, wir schauen uns das Spiel mal aus. Es wurde released erst und ich kenne es nicht. Ich weiß nicht genau die Geschichte, was hier los ist, und wollte euch einfach mal mitnehmen und es ausprobieren. Ja, wir sind hier in der Höhle mit diesen... Okay, der Arm hat Schmerzen. Keine Ahnung, was für ein Tier das ist. Hebel ziehen. Machen wir mit Kreis, okay. Und nach unten, jawohl. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Da haben wir was. Können wir das nehmen? Aufheben, auch mit Kreis. Fallen lassen, werfen. Ich habe keine Ahnung, was das uns jetzt bringt. Aber es rollt auf jeden Fall weg. Halt. Was willst du? Der scheint uns nicht zu machen. Darum ist noch sowas. Was ist hier unten? Ups. Artemisi Akiane Cap Agosi Atasazi Iniriso. Ups. Okay, wir sollen den Speer raus aus seinem Leib ziehen anscheinend, damit wir ihm helfen. Ich möchte trotzdem wissen, was mit diesem Fass es auf sich hat. Ups. Okay. Schauen wir doch mal. Ich muss selber erstmal. Tut mir leid, aber ich muss. Erstmal schauen mit der Steuerung hier. Meint ihr, wo ist denn der Speer? Wir versuchen den Speer rauszuziehen, wie er das schon gesagt hat. Wenn der da immer da bleibt. Halt still! Wir wollen dir nur helfen.
Na komm. Es funktioniert nicht so ganz. Ich glaube, wir tun den gerade richtig weh. Komm schon. Ich mache genau das, was da steht, aber irgendwie funktioniert es nicht gern. Hallo? Der Arme, wir quälen ihn voll. Ich kriege ihn nicht raus. Ich möchte dir nur helfen. Hallo. Na komm. Jetzt, Wahnsinn. Hoppla. Ich hoffe, der macht uns jetzt nicht. Okay. Wir wollten ihm doch nur helfen. Oh nein. Ich fragte mich, ob das Tier wohl Hunger hatte. Ich schätze jetzt mal, dass wir dem Tier etwas zu essen holen müssen. Ich will noch mal schauen, hier waren wir noch nicht oben. Ja, hoch mit dir. Hängen. Aber dann können wir nicht darüber. Hm. Egal, ich würde sagen, da hinten habe ich schon gesehen, geht es irgendwie raus. Vielleicht können wir ihm da was zu essen holen. Ja, der tut mir ja schon leid, irgendwie. Kann man da hoch? Nein. Doch, hier kann man hoch. Das bringt uns nicht viel. Jo, hier können wir auch nicht hoch. Also sind wir hier wirklich eingesperrt, so wie das scheint. Können wir hier? Nein. Okay. Ich sehe nur, der ist... Was liegt da? Da liegt ja was. Ach, das ist der Speer. Hm. Eigentlich dürfte er uns ja nichts mehr tun. Bist du hungrig? Ah. Schade, ich dachte, wir können hier irgendwie hoch. Aber das funktioniert nicht ganz. Wo soll ich denn Essen herkriegen? Bringen die Fässer irgendwas? Ist da irgendwas drin? Ich weiß es nicht. Alles klar. Ich war sehr überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass das Tier das Fass ganz hinunterschlingen würde. Okay. Das heißt, das Fass vielleicht noch näher legen. Hey, Junge, ich will hier nichts tun. Oh oh. Okay. Was macht er? Tatsache. Also ist das die Futterquelle oder was?
Das heißt, wir müssen ihn wohl damit füttern, mit den Fässern. Das ist schön, dass man hier immer so ein bisschen Hilfe kriegt, wenn man nicht so ganz genau weiß, was man machen soll. Ups. Ups, da kommt er bestimmt nicht dran. Oder doch? Willst du noch mehr? Ich schätze mal, wir müssen ihnen die ganzen Fässer hier geben. Können wir hier hoch? Ups. Nein. Puh. Man muss schon irgendwie da rüberkommen. Frage ist nur, wie. Na, ich habe jetzt gedacht eigentlich, dass man hier vielleicht draufspringen kann. Aber das funktioniert nicht so ganz. Hat er jetzt das Fass eigentlich genommen, was ich da reingeschmissen habe? Oder kam er nicht? Nee, kam er nicht dran. Ups. Oh, das Fass rollt weg. Ja, okay, Entschuldigung. Sehr gut. Ah, jetzt dreht er sich, okay. Oder? Ja, ich glaube, der kommt da nicht dran. Nimm das Fass. Ja, ich will hier nichts machen, Mann. Mann! Es ist nicht so einfach. Hallo, gib mir das Fass. Komm. Okay, ist ja gut, Mann. So, jetzt haben wir ihn wieder abgeworfen. Nimmt er denn das Fass jetzt? Ja, jetzt scheint es so. Er sollte mal netter zu uns sein, denn wir sind auch nur nett zu ihm. Okay, Fass ist weg. Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, wie wir da oben drin kommen. Aber dann wird es schon eine Lösung geben. Kann man hier irgendwie. Ah, ich hätte mich einfach nur bücken wollen. Nein! Bitte nach oben. Und tschüss. Loslassen. Dann geben wir ihm das Fass wohl auch noch. Wo ist es hin? Und dann dürfte so langsam sein Hunger ja mal gestillt sein. Und dann können wir ihn vielleicht auch befreien oder so. Wenn er sich ein bisschen beruhigt hat und uns nichts macht. Ups. Hier. Er ist halt. Weiß ja nicht, warum er so komische Fässer ist, aber gut, von mir aus. Oh Gott. Und nun? Jetzt ist er gestärkt. Oh. Noch nicht ganz. Meine Gaben schienen den Hunger des Tieres gestillt zu haben, aber es hatte noch Schmerzen und konnte nicht stehen. Tut es noch weh? Oh Gott, der Arme. Okay, es kann er stehen wegen dem Speer in der rechten Schulter. Hebel ziehen. Ich werde ihn jetzt befreien. Ich werde es tun. Wenn es geht. Ich habe ihn einfach befreit, bevor ich den Speer rausziehe. Komm.
lasse ich. Ich hab's nicht so mit schweren rausziehen. Jetzt. Okay, jetzt ruhig. Oh, ruhig. Jetzt liegen wir wieder da. So, wir können ihn also jetzt rufen. Er hört wohl jetzt auf uns. Das haben wir uns wohl verdient. Und da fällt auch ein Stück... Ach, die Maske runter. Und wir können ihn mitrufen. Ja, also wir haben unseren Begleiter wohl jetzt hier erreicht. Haben den schön befreit, hat gegessen. Und ich würde sagen, damit verbleiben wir und sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wenn es euch gefällt, wenn ihr das weitersehen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.